Hey Leute, willkommen zurück zur Skytex. Bug ist nicht mehr dabei, aber ihr hört im Hintergrund... mich. Hallo. Okay, ich glaube, man hat dich sogar gehört. Nebendran sitzt meine Freundin und guckt sich Bilder an. Alles klar. Ich habe natürlich das letzte Mal gefailt. Ich habe nämlich 6 Bacon Guns hergestellt. Weil ich gedacht habe, man kann von jedem 2 machen, weil ich 2 Farben gesehen habe. Aber natürlich waren das Farbe 1 und 2. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal... Es tut mir ja leid, ich weiß, es ist überhaupt nicht spannend, aber wir müssen nochmal 3 Wither töten, ja. Diese Arroganz, aber wir müssen es leider tun. Ein Glück, dass ich mir einen Ersatztrank gemacht habe, den kann ich jetzt schon wieder gebrauchen. Ja, das heißt, wir müssen nochmal hier 12 von diesen Slow Sand, Soul Sand rausnehmen und 9 Bitterköpfe. So. Und dann können wir uns auch schon gleich wieder auf die Reise tun. Also einmal hier den hier. Und dann werde ich auch schon meine 2 Altare heute machen. Dann habe ich zwar selbst für alles andere keine personalisierten Portale mehr, aber mir fällt auch gerade nicht ein, wofür ich personalisierte Portale bräuchte. Weil wenn, dann nehme ich die Public Portal Gun für sowas, wenn wir, also wenn ich wirklich mal was brauche, also das ist ja auch kein Ding. Dann hast du eben, klaust du den anderen quasi die Portale für den Moment, aber Wayne. Ja, deswegen gehen wir jetzt hin und machen nochmal schnell hier 3 von diesen Withers, das ist ja absolut kein Problem für uns. Wir sind ein Meister der Magie. Also das hat mich letztes Mal schon ein bisschen geschockt. Also einfach mal hier 3 von diesen Komparsen. Goldboden. So, diesmal mache ich auch nicht den dummen Fehler. Okay, und habe ich noch Blut? Oh ja, das sollte reichen. Zack, zack, zack. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Kennt ihr das? Ich denke schon. Ich dürfte die Explosion gleich spüren. Ihr habt leider keinen Sound. Ich habe keine Ahnung, woran das wieder liegt. Meine Soundkarte ist auch gerade abgeschmiert. Ich musste gerade alles neu starten. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich mache das nicht langsam, Alter. Ihr geht mir auf die Nerven, Alter. Ihr geht mir echt auf die Nerven. Ihr seid so kleine, unmächtige Viecher, die mir einfach nur auf die Nerven gehen. Und ich habe Angst, dass ich irgendwie ihren Loot verschwende, wenn ich sie zu schnell töte. Komm schon. So, da haben wir auch schon unsere 3 Stars. Hat mich das jetzt auch nur im Ansatz Blut gekostet? 30.000. Yay. Also einfach gar nichts. Wenn wir uns beeilen, können wir sogar mit dem Flugtrank noch... Das ist natürlich leer... Mit dem Flugtrank noch, ich muss auch mal probieren, ob wir den auffüllen können, eventuell. Mit dem Flugtrank noch zu den ersten 2 Altaren fliegen, obwohl ich natürlich die machen will, die am meisten weg sind. Das heißt, nö, da kann ruhig jemand anders seine Folge für drauf geben. Das werden wir nicht machen. Wir werden die nehmen, die als nächstes dran sind oder so. Oder die oben oder so. Ja gut, den Rest dürfen wir noch gerade so im Inventar haben, ne? Oder haben wir noch genug von dem das? Dann brauchen wir nochmal. Müssen wir nochmal eine Enderperle klein machen. So, jetzt aber. Dann können wir nämlich nochmal 3 Potato Guns machen. Potato. Potato Guns. Da brauchen wir etwas ganz Krasses. Wow. Oho. Oh. Da craften wir vielleicht doch 3 Minuten länger dran. Ne? Aber an sich eigentlich kein Problem. Ich hoffe einfach mal nur, dass das hier reicht. Ah, kommt schon. Ja, perfekt. Trotzdem, die Portal Guns bleiben erstmal dasselbe. Ich glaube, ich habe sogar noch das Rezept im Kopf. Ich glaube so. Ich hoffe mal, dass ich mich jetzt nicht irre. Ich irre mich natürlich. Ach, da unten muss auch noch ein Eisen hin. Huch. Genau, da kommen sie auch schon. 1. Nächstes Miniaturloch. 2. Und da sind wir auch schon bei der 3. Ich muss mich mal ein bisschen weiter zurücklehnen, sonst klebe ich immer so am unteren Bildschirmrand, habe ich das Gefühl. Oder ist auch so. So, und jetzt müssen wir dieses Portal OS machen. Wart ihr schon auf der Hauptinsel? Nee, tatsächlich noch nie. 2 Repeater. 3. 6 Repeater. 3 Yellow. Wir gucken erstmal. Erstmal müssen wir ein bisschen von dem anderen Kram hier loswerden. Ist ja furchtbar. Wie das Inventar zumüllt.
Vor allem diese Diamanten, Alter. Dreckige Scheißdinger. Braucht keiner. So, also Potato haben wir Gott sei Dank genug. Haben wir Yellow Dye. Wie viel gibt denn so eins? Wir nehmen einfach mal beide. Nur eins. Dann brauchen wir nochmal Yellow. Kann man das irgendwie vielleicht verkraften? Ja, kann man sogar. Und es gibt sogar dasselbe. Ja, perfekt. Was brauchen wir noch? Repeater. Oh, ich hoffe mal, dass jemand Repeater gemacht hat. Ja, sehr geil. Wo kriegt man, warum macht man Repeater in diesem Spiel? Braucht man die für irgendetwas? Was brauchen wir noch? Wir brauchen, glaube ich, Redstone Torches und Buttons. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Redstone haben wir auch. Okay, haben wir auch Button? Nur einen. Dann müssen wir doch ein bisschen umdisponieren. Fuck. Mann, ich wollte nur einen machen. Ich habe denselben Shortcut benutzt. Ja gut. Jetzt haben wir halt 63 Buttons. Also Buttonarmut haben wir in diesem Projekt wohl nicht mehr. Jetzt brauchen wir noch die Jukebox. So, und Spark ist fertig mit seinem Stream. Good game. Ja, wir brauchen noch 3 Redstone. Und eine Jukebox macht man wie? Oh, das ist echt heftig, ne? Wood. Halber Stack. Oder haben wir sogar Chuk? Ne, haben wir nicht. Dia. 3 Dias. Okay, jetzt aber. Lustig, lustig, tralalalala. Skate ist mal wieder mit Craften da. Okay, nicht wirklich. So, da haben wir die 3 Jukeboxes. Weg damit. Kann ich mir hier wenigstens das Rezept reinhauen? Ja. Ja, schön, sollte funktionieren. So, und jetzt muss ich einfach nur die damit konvertieren, ne? Da haben wir jetzt eine Potato Gun. Ja, sehr gut. Für die 3 Leute, die das machen, liegen dann unten auch noch Potato Guns bereit. Und für alle anderen haben wir genug von den anderen Guns. Okay, 12 Minuten haben wir noch. Ich will mal dann schnell das hier ausprobieren. Glowstone Dust, Nether Ward, Glow. Nether. Was war das letzte? Nein. Redstone. Redstone. Ich will gucken, ob das funktioniert, dass er wieder hergestellt wird. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, der verliert nämlich dann seine Fähigkeit. Ja, richtig. Hier, ne? Er hat wieder die 8. Aber er hat halt keine Fähigkeit mehr. Das heißt, du musst also wirklich das jedes Mal die neue herstellen, leider. Ist ein bisschen umständlich. Gebe ich ja zu und so. Ah, es ist dunkel, ne? Schlafen? Fragezeichen. Können wir mal schnell den restlichen Kram noch raushauen. Solange die sich entscheiden, ob sie schlafen möchten oder nicht. Streamst du? Nö. Könnten mal unser Blut wieder auffüllen, ne? Ist nicht mehr allzu viel. Dann auch gleich mit den Guns so. Na super, jetzt ist er. Aber ich habe unten noch ein Bett. Siehst du? Ist es schon wieder gut, dass ich hier Monsters nearby. Monsters nearby. Mom. Bitte bug nicht. Sehr schön. Danke. Danke. So, dann können wir hier die Ideale weitermachen. Blablabla. Hier mal schnell den Kram weghauen. 2 rein, eine raus. Können wir hier auch schon gleich so anordnen, wie es sein muss. Himmelsbuch muss ich behalten, der Rest passt alles. Ich nehme mal noch sicherheitshalber meinen 2. Flugtrank mit, den ich auf Reserve habe. Und jetzt töte ich mal ganz schnell hier die Zombies hier. Ich hoffe mal, das ist mein Orb, der da drin liegt. Ja, das ist meiner. Weil 800.000, ja, es ist immer noch genug und alles. Aber ich will mal kurz hier draufhauen, bevor ich gehe. So, sehr schön. Und jetzt können wir schon wieder weitergehen. Jetzt füllt sich das auch sehr schön. Ja, geht schon wieder auf die 900.000 zu. Ups. Yep, yep. Ja, okay. Jetzt geht es an die Portale, liebe Freunde. Ich habe jetzt hier Custom Colors eingesetzt. Oh, ich brauche ja noch diesen komischen Dust zum Schießen. Machen wir schnell Dust.
Ich glaube, den hier brauchen wir, ne? Werden wir gleich sehen. Also ich mache hier immer linke Maustaste an unser... Cobblestone brauchen wir noch, haben wir auch keinen. Der hat doch sicher hier irgendwo Stein drin, oder? Hier, Cobblestone. Und ein Sign brauchen wir noch. Die haben wir aber, glaube ich, oben noch. Oh, es wird knapp. Ich kann nur noch 10 Minuten fliegen. Und ich möchte jetzt eigentlich keinen neuen Drang dafür anbrechen. Sign? Ja, passt. Gut. Runter schnell. Schnell zu unserer Portalwand. Können wir auch direkt rüberfliegen. Das kann man dann alles noch versetzen. Das ist ja dann alles halb so wild. Zack. Das heißt, nee, besser hoch. So. Ja, genau. Und so. Genau, und dann müssen wir nachher einfach nur die rechte Maustaste benutzen. Tempel 1. Tempel 2. Jetzt gucken wir mal schnell auf die Map, wo wir hinfliegen. Ist ein Hexagon, ne? Ja. Wir gehen zu den zwei nächsten, oder? Wir nehmen die beiden oberen. Weil so haben wir es ja auch. Oder nehmen wir die beiden. Weil ich glaube, wir haben es so gemacht. Also fliegen wir gerade darüber. Sollte nicht allzu lang dauern, ne? Fliege ich in die richtige Richtung? Nein, fliege ich nicht. Ich muss darüber. Ah ja, den kennen wir ja schon, den Weg. Da sind wir schon sehr oft lang geflogen. Kommen wir auch gleich nochmal über unseren Battle Tower hier durch. Sehr schön. Ist ja eigentlich auch scheißegal, in welche Reihenfolge die dann wie gemacht werden und was weiß ich was alles. Ich wüsste nur halt gern, wo ich gerade bin. Ja, ich fliege sehr gut. Den kenne ich ja sogar schon, den nächsten. Dann mache ich einfach die zwei links, würde ich sagen. Und dann kann jemand anders die anderen machen. Wir brauchen insgesamt drei Leute, die sich dafür opfern, weil man hat halt keine personalisierten mehr. Bla 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 bla. Juckt aber eigentlich nicht so im Schritt. So, jetzt dürften wir auch schon gleich da sein. Also diese Flugtränke sind echt was Geiles. Ich will halt nur nicht, dass immer ein Part pro Woche mit dieser dummen Fliegerei besetzt ist. So, jetzt dürften wir aber auch schon echt da sein. Ja, ich sehe ihn noch schon. Was ist das denn? Das ist aber der Höllentempel. Aber wir müssen noch ein bisschen weiter. Wir müssen noch in diese Richtung. Und dann bauen wir einfach da in die Nähe unsere Base hin. Das ist ja keine Startinsel, das heißt, sie darf nicht zerstört werden. Und da drin ist dann einfach dieses Portal. Easy as that. So, jetzt, wo sind wir? Immer noch, Alter, ja, richtig weit. Ich bin viel zu optimistisch in diesem Spiel. Es wird auch langsam schon wieder... Jetzt kann ich auch nicht Nacht werden, Alter. Ach so, wegen dem Biom. So, jetzt aber. Immer noch nicht. Das ist so traurig. Gib mir doch endlich bitte meine Insel. Jetzt können wir langsam in der Umgebung, wo wir langsam anfangen können, sie zu suchen. Gefunden. Nächste Insel ist die hier. Ist ja auch irgendwo schön, wo man sich einbauen kann. Warte, wir gehen nochmal rüber. Wir nehmen die Insel. Warum leuchtet es denn da? Hat das was zu sagen, wenn es leuchtet? Ach, es leuchtet einfach immer. Okay. Ah, wir nehmen das hier. Also so näher können wir, glaube ich, nicht mehr ranbauen. Das ist die nächste Insel. Gut, dann klopfen wir hier mal schnell ein bisschen Stein weg. Habe ich sogar Fackeln dabei? Boah, wir sind ja richtig ausgestattet, ey. Läuft bei uns. So, ich muss hier nur ein bisschen aufmachen. Huch. Ach, wenn man nicht fliegt, dann ist die auf einmal schnell, die Spitzhacke. Das ist ja gut zu wissen. So, füllen wir mit Cobblestone auf. Ich habe nur noch 5 Minuten zu fliegen. Das wird ein bisschen knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann setzen wir jetzt hier... I'm a potato. Die rechte Maustaste hin. Da oben bitte. Dankeschön. Und haben damit hier das für uns erklärt. Jetzt fliege ich mal schnell hier raus. So. Das ist jetzt unsere Base. Außenbasis. Außenbasis. Team Rot. Betreten. Verboten.
Ja, und damit hätten wir das erste Portal geschafft. Damit haben wir jetzt die hier abgelegt. Und hier haben wir noch einen Rechtsklick offen. Genau, haben wir noch genug Dust? Haben wir. Ja, auf zum nächsten, würde ich sagen. Also das ist schon mal sehr schön gelaufen. Wir gucken mal schnell, wo wir hin müssen. Hier irgendwo sollte der nächste Tempel sein. Ah, hier ist er. Na gut, also dahin etwa, ne? Lass mal klotzen. Ja, dahin. Wir müssen ja nur bis dorthin kommen und schnell unsere Base bauen. Ab dann kann ja der Flugtrank aufhören zu wirken, weil wir ab dann ja sowieso uns ganz einfach hin und her bewegen können. Das will ich dann auch mal testen natürlich, bevor der Flugtrank aufgehört hat. Man sieht auch gerade, wie schnell ich steige und alles. Das ist echt geil. Es ist krass. Wer hätte gedacht vor 30 Folgen, dass wir nur 30 Folgen später, was ja wirklich nicht viel ist, okay, ein paar Livestreams zwischendrin, aber wer hätte gedacht, dass wir so krass schon überpowered sein werden. Ich kann einfach geradeaus fliegen. Kann mich zurücklehnen, Leute, macht euch einen Soda oder ein Trinken oder ein Nicht-Soda. Schön, der Himmel violett wird in diesen Gebieten. Und dann sind wir auch schon gleich, ehe ihr es euch verseht, da. Komm schon, noch 3,5 Minuten. Abgefahren schnell. Fliege ich schon dran vorbei? Nee, ich bin gleich da. Wie man einfach diese wunderschönen Türme und alles auch auf der Landschaftskarte sieht. Ich schiele einfach so ein bisschen her und fliege hier. Das ist also die Minimap hilft extrem beim Fliegen. Stell dir mal vor, wir müssten ohne Minimap uns hier zurechtfinden. Das wäre der Tod. Ah, da ist er ja schon. Was ist da das nächste Stück Land? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal schnell auf Sturzflug. Okay. Das nächste Stück Land ist wohl das hier, oder? Ja. Gut, also mal schnell den hier wegblasen. Gib mir deinen Stuff. Hat er mir was gegeben? Nee. Ja, und auch hier können wir direkt... Bisher noch einer, Alter. Gibt doch alle Minderwertigkeitskomplexe. So, natürlich kein Sound, wie gesagt. Mein Minecraft ist ja irgendwie ein bisschen kacke. Hätten wir uns gar kein Kabel mitnehmen müssen, siehst du mal. Aber Sand, hier Krabbel habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir hier hin, machen kurz. Ein bisschen Platz sollten wir halt doch schaffen, falls man irgendwie durchrusht oder so. So, aber das reicht auch schon. Nein, Dankeschön. Und hier kommt Außenposten Team Rot. Betreten verboten. Ja, sehr schön. Damit hätten wir unsere Schuld getan. Und wären auch soweit fertig. Jetzt kann ich mal das schnell noch schnell testen, ob man da irgendwie stirbt oder so. Yo, leckt kurz, aber funktioniert. Leckt kurz echt mies, muss ich sagen. Aber es geht und dann ist man direkt hier am Tempel. Und das ist eigentlich genau das, was ich erreichen will. Ah, Legileg. Ah, und man kriegt tatsächlich immer so ein bisschen Schaden auch. Je nachdem, wie man hier durchgeht. Deswegen machen wir hier mal schnell auch ein bisschen die Decke höher. Ja, geht tatsächlich so easy, wie ich es mir gedacht habe. Und hier hätte ich gerne auch die Decke ein bisschen höher. Einfach nur, dass man sich nicht aus Versehen in der... Was war das jetzt? In der Decke festbackt oder so. Das fände ich blöd. Oh, es laggt immer echt ein bisschen mies. Aber es funktioniert schon. Dann können wir hier nämlich Tempel 3, Tempel 4, Tempel 5, Tempel 6. Ja, dann schicken wir nämlich die anderen los. Also das ist dann denen ihr Verdienst, sich darum zu kümmern. Ich denke, wir haben unsere Schuld getan. Haben gute Arbeit geleistet in den letzten Folgen wieder. Haben schön ausgestattet und alles. Und ich denke, ich muss heute mal gar nicht. Ich will jetzt kurz gucken, was ohne Flight passiert. Ich kann jetzt nicht mehr fliegen, ne? Das heißt, ich gehe jetzt mal so durch.
ja, funktioniert. Muss immer eins höher sein, ne? Weil man ja ansonsten sich eventuell festbuggt. Ja, irgendwie gibt es ein bisschen Schaden so, aber ich sehe da jetzt keine Gefahr drin oder so. Ich bin immer noch unbrennbar, ne? Sehr schön. Ja, komm schon, lass mich raus. 4. Ja gut, Leute, dann würde ich aber sagen, ich gebe das jetzt so an meine Teammitglieder weiter, damit die ein bisschen was davon anfangen können. Wir brauchen 2 Leute, also ich denke, wir werden das Spark und Sipst aufgeben, weil die ja beide auch relativ Ahnung haben und auch beide hier ausgerüstet sind, soweit ich weiß. Und dann bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön, liebe Leute, fürs Zusehen. Ja, mal sehen, wann wieder Skytech kommt. Also ich bin jetzt soweit fertig mit meiner Vorausaufnehmerei. Ich habe keine Ahnung, bis wohin das jetzt reicht, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen reichen. Ich bin meiner Zeit weit voraus, aber das ist gar nicht so schlimm. Bin ich ja hin und wieder mal. Hashtag eingebildet, Hashtag bis zum nächsten Mal, Hashtag Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.